Einmalen ist ihr Kind ein von Anstetten. Na und? Das ist für mich noch lange kein Grund, diesem Luder aus der Patsche zu helfen. Was haltet ihr davon, wenn wir am Wochenende Iris einen Besuch abstatten? Ja. Wieso das denn? Es ist doch gar nicht so schwer, ohne Sex auszukommen. Der Schwur wird dir die Kraft geben, zu warten. Sophie, wenn Ihnen Henning noch irgendetwas bedeutet, dann müssen Sie mit mir zusammenarbeiten, auch wenn es Ihnen noch so schwer fällt. Wollen Sie jetzt mit mir zusammenarbeiten oder nicht? Ich weiß nicht. Das ist doch völlig... Sophie, es ist unsere einzige Chance. Nur so können wir herausfinden, was mit Henning passiert ist. Nein, ich mach da nicht mit. Und außerdem, die Sache mit Henning ist für mich erledigt. Das soll ich Ihnen glauben? Ach, das ist mir doch egal, was Sie glauben. Ich bin fertig mit ihm, ein für alle Mal. Ich will überhaupt nicht wissen, wo er ist. Machen Sie doch selbst nichts vor. Sie lieben Henning doch immer noch. Sie würden doch lieber heute als morgen. Das können Sie doch gar nicht beurteilen. Ob Sie es glauben oder nicht, ich war auch mal verliebt. Und ich weiß, Gefühle lassen sich nicht einfach so ausschalten. Hören Sie doch jetzt bitte auf, von Gefühlen zu reden, ja? Vergessen Sie es, ich will mit Ihren krummen Tricks nichts am Hut haben. Wer redet denn von krummen Tricks? Sie sollen Tanja ein paar Fragen stellen, das ist alles. Nur um Henning zu finden. Ach, warum soll ich denn jemanden suchen, der mir davonläuft? Henning kann von mir aus bleiben, wo der Pfeffer wächst. Also, und Tanja auch. Sophie, wir müssen endlich was unternehmen, sonst ist es vielleicht zu spät. Überlegen Sie sich doch noch mal mein Angebot. Nein, ich habe gesagt, ich will nichts mit Ihnen zu tun haben. Also. Keine voreiligen Entschlüsse, Sophie. Sie können immer zu mir kommen. Ja. Bis später. Also ihr meint ehrlich, dass ich schwören soll, dass ich vor der Ehe keinen Sex haben werde? Du darfst das mit dem Schwur nicht so eng sehen. Er ist nur so eine Art moralische Stütze. Nichts weiter. Wenn dir die Liebe und die Treue wirklich was wert sind, dann komm zu uns. Natürlich ist mir das was wert, aber was wird Ramon dazu sagen? Der hält mich doch für total verrückt. Erklär ihm einfach, was es mit dem Schwur auf sich hat. Entweder er versteht es oder er ist sowieso nicht der Richtige für dich. Naja, wenn ich an meine Eltern denke, für die wäre es wohl auch besser gewesen, wenn sie gewartet hätten. Wieso? Die haben doch nur geheiratet, weil ich unterwegs war. Und wie kommen sie jetzt miteinander aus? Ich würde eher sagen, sie leben nebeneinander her. Genau das wollen wir eben nicht. Ehrlich gesagt, ich wollte mich auch nie dem Erstbesten an den Hals schmeißen, nur... Nur was? Nichts. Ich finde eure Einstellung total in Ordnung. Aber ich glaube, ich muss mir das alles noch mal richtig durch den Kopf gehen lassen. Dann tu das. Wir wollen dich nicht drängen. Hör einfach auf deine Gefühle, dann triffst du bestimmt die richtige Entscheidung, okay? Okay. Hast du eine Ahnung, wo Florian steckt? Beim Sport. Hat er mir gar nichts von gesagt. Muss er ja auch nicht, oder? Hi, Susanne. Hi. Und, wie war's bei Oma? Alles okay. Wirklich, alles bestens. Du siehst aber nicht sehr glücklich aus. Die Fahrt war ein bisschen anstrengend. Und, was macht die Verletzung? Sieht nicht so gut aus. Mit Marathonläufen wird sich Oma ein bisschen Zeit lassen müssen. Dann kommt Iris wohl nicht so schnell wieder, hm? Ja, das kann gut sein. Mahlzeit. Mahlzeit. Hallo. Schon zurück? Und? Wie geht's der Mutter meiner früheren Verlobten? Nicht so gut. Iris wird wohl nicht so schnell wiederkommen können. Ist das wahr? Sieht fast so aus, ja. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als doch am Wochenende mal hinzufahren. Nein, ich kann Iris. Würden wir Oma keinen Gefallen tun. Was sie jetzt braucht, ist absolute Ruhe. Also, ich rufe da jetzt mal an. Das kannst du dir sparen. Wieso denn? Mutter ist den ganzen Tag mit Oma im Krankenhaus. Die wollen das Bein noch mal untersuchen. Mit so einem Bruch in dem Alter ist nicht zu spaßen. Will jemand mit essen? Ja, wir kommen sofort. Oh. Die Sache mit dem Schwur, also, finde ich schon etwas merkwürdig. Was ist daran merkwürdig?
Ich finde die Sache richtig interessant. Kind, wir leben doch nicht mehr im Mittelalter. Was hat das mit dem Mittelalter zu tun? Naja, kein Sex vor der Ehe, also seien wir nicht böse, aber das ist wirklich ein bisschen rückständig. Aber ich muss doch einen Menschen erst richtig gut kennen, bevor ich mich ihm hingebe. Hingebe? Dieses Wort habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Jetzt mach dich nicht lustig über mich. Du weißt genau, was ich meine. Ja, ich wundere mich ja auch nur. Hauptsache ist doch, dass man sich gern hat. Sex ist dabei doch gar nicht so wichtig. Sex gehört zum Leben wie Essen und Trinken. Für mich nicht. Ich bin bisher gut ohne ausgekommen. Und das werde ich auch in Zukunft tun. Bist du sicher? Ganz sicher. Wenn du dich nun so richtig verliebst, was machst du dann? Dann halte ich mich eben zurück. Mein lieber Mann, deine Freunde haben dich aber ganz schön bearbeitet. Sie haben mich überhaupt nicht bearbeitet. Sie haben nur gesagt, dass ich es mir noch mal überlegen soll. Und das habe ich getan. Das merke ich. Du, ich muss jetzt runter, ja? Ich habe Sophie versprochen, dass ich die Kneipe heute übernehme. Bis gleich. Bis gleich. Jups. Ah, scheiße. Lass liegen. Ich habe hier was viel Spannenderes für dich. Stadt voller Jungs. Das ist ja wohl eher was für dich. Ja, das dachte ich auch, deswegen habe ich es ja gekauft. Aber es kommen leider nur Frauen drin vor. Und zwar ziemlich sture junge Frauen, die Probleme ohne Ende haben. Komm ich auch drin vor? Nee, wieso? Seit wann hast du Probleme? Seitdem ich Clarissa kenne. Wieso? Gibt's was Neues von der Frau, die sie im Mittelalter verbrannt hätten? Ja, sie war gestern Abend bei mir. Ach, und was wollte sie? Sie wollte sich mit mir verbünden. Wie bitte? Ja. Also ich soll für sie bei Tanja rumspionieren, damit sie was über Henning rauskriegt. Wie kommt sie denn auf die Idee? Soll sie doch selber fragen? Ja, das habe ich ja zuerst auch gedacht. Aber irgendwie... Irgendwie hat Clarissa dich plötzlich in ihr Herz geschlossen. Quatsch. Nein, irgendwie... Es wird mich schon interessieren, wie sie Tanja packen will. Weil Tanja weiß auf jeden Fall mehr, als sie zugibt. Das ist klar. Sophie, bitte. Lass die Finger von der Sache. Ach, was soll denn schon passieren? Wer mit Clarissa zusammenarbeitet, der zahlt immer drauf. Wenn ich Henning dadurch finden kann, zahle ich gerne drauf. Ich habe die Limetten unter heißem Wasser abgewaschen und dann in dünne Scheiben geschnitten. Und zusammen mit den Kräutern kommt das dann in den Fischbauch. In diesem jungen Mann schlummern ungeahnte Talente. Ja, schmeckt's euch etwa nicht? Doch, super gelungen. Solltest du mal nach der Schule keinen Job haben, kannst du jederzeit bei uns in der Küche anfangen. Iris wird begeistert sein. Hallo zusammen. Florian, setz dich. Ramon hat einen wunderbaren Fisch gemacht. Ja, ich muss nur erst duschen. Ich hoffe, der Fisch hat dafür Verständnis. Ich werde auch mal hochgehen. Ich habe noch jede Menge Hausaufgaben zu machen. Na, für wen mache ich das eigentlich? Na, für mich. Jetzt siehst du mal, wie es Iris immer geht. Die steht seit 20 Jahren in der Küche und kein Mensch weiß, das Recht zu würdigen. Susanne, was ist denn? Entschuldigt. Bin gleich wieder da. Freien Vormittag. Hm? Hallo. Hat mir wirklich gut getan. Und? Was hast du nun vor? Ich will mit Gero irgendwas zu Mittag essen. Hm? Na ja. Übrigens, hast du schon von Ginas neuesten Plänen gehört? Sie will mit ihrem Typ nach Venezuela auswandern? Oh, wenn es das nur wäre. Sie will ihn vorher heiraten? Mm-mm. Nein. Sie ist schwanger. Nein. Also, das geht wohl schlecht. Sie will nämlich vor der Ehe ganz auf Sex verzichten. Nicht ganz sauber. Also ich wusste schon immer, dass sie einen Schuss hat. Sie will sogar in so einer Gruppe einen Schwur drauf leisten. Oh, in welchem Jahrhundert lebt die denn? Das ist echt typisch Gina. Das hätte ich mir ja denken können. Was? Mit so einer Anstellung kann so jemand wie du natürlich nichts anfangen. Also hör mal, diese Enthaltsamkeitsmasche ist so ziemlich das Bescheuerste, was ich seit langem gehört habe.
Also an deiner Stelle würde ich bei dem Thema nicht meinen Mund so weit aufmachen. Was hat das denn mit mir zu tun? Ich meine ja nur, wenn alle so denken würden wie ich, dann wäre dir einiges erspart geblieben. Ich weiß nicht, was du meinst. Du weißt ganz genau, was ich meine. Mein Freund wird jedenfalls nicht einer anderen Frau ein Kind machen und danach abhauen. Du bist jetzt Henning auf dem Spiel, ja? Sonst kannst du gleich was erleben. Also jetzt reißt euch mal zusammen, ja? Ihr benehmt euch ja hier wie die Kinder. Ich hol unser Essen. So einen Schwachsinn kann ich mir nicht länger anhören. Ah, Susanne, entschuldige. Hey. Was hast du denn? Na komm, du weißt, Dr. Brandner ist immer für dich da. Ich bin zwar nicht deine Mutter, aber manches kann man auch mir sagen. Ach, lass nur, Papsis. Es ist alles okay. Ich bin noch nicht so gut drauf in letzter Zeit. Glaub mir, ich bin so froh, dass es dich gibt. Du bist der wunderbarste Vater auf der Welt. Und ganz egal, was passiert, ich werde immer zu dir halten. Immer. Hey, was ist denn? Ja. Tag, Frau von Anstetten. Guten Tag, die Herren. Was führt Sie zu mir? Sie haben vor ein paar Tagen Ihren Sohn als vermisst gemeldet. Ja, wieso? Gibt es irgendwas Neues? Wir haben den Wagen Ihres Sohnes gefunden. Oh. Und was ist mit Henning? Der ist doch nicht... Nein, 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 keine Sorge. Von ihm selbst fehlt weiterhin jede Spur. Wo haben Sie denn den Wagen gefunden? Ungefähr 50 Kilometer von hier Richtung Eifel. Der Wagen stand auf einem Waldweg. Und wie kommt er dahin? Das wissen wir nicht. Vielleicht hat Ihr Sohn ihn dorthin gefahren und ist selbst noch ganz in der Nähe. Oder aber der Wagen ist gestohlen worden und von jemand anderem dort... Ja, aber es muss doch irgendwelche Hinweise geben, Spuren, Fingerabdrücke, die darauf schließen lassen, dass Henning den Wagen dort selbst hingefahren hat. Diese Ermittlungen müssen wir wohl der Kripo überlassen. Sie wollen die Kriminalpolizei einschalten? Ja, um Gottes Willen, glauben Sie denn an ein Verbrechen? Ja, wir müssen alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Tja, das wär's dann eigentlich. Ja, danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Auf Wiedersehen und wir halten Sie auf dem Laufenden. Jan Brandner? Jan, Sie haben den Wagen von Henning gefunden. Wer? Die Polizei. In einem Wald in der Eifel. Von Henning keine Spur. Scheiße, ja. Und was jetzt? Jetzt gehst du zu Tanja und erzählst sie die Geschichte. Davon kommt Henning auch nicht wieder. Oder glaubst du immer noch, dass Tanja Henning unter dem Bett versteckt hält? Ich glaube einfach, dass sie viel mehr weiß, als sie zugibt. Wir müssen jedem Hinweis nachgehen. Das sagt die Polizei auch. Dann soll die Polizei zu ihr fahren. Ich werde es auf gar keinen Fall machen. Jan, du musst es tun. Du scheinst dich zu begreifen, dass Henning abgehauen ist, weil er Angst davor hatte, ein Kind großzuziehen. Und weil er zufällig mal gerade nicht flüssig war, nimmt er noch eben schnell 200.000 Mark mit. Jan, was redest du da für einen Unsinn? Unsinn? Mich zu Tanja zu schicken, das ist Unsinn. Ich werde auf gar keinen Fall den Spion für dich spielen. Basta, Ende aus. Danke. Hier, hat gerade jemand abgegeben. Von einem Juwelier an der Kühe. Vom Juwelier? Dann kann ich mir schon denken, wer dahinter steckt. Guten Geschmack hat er ja, das muss man ihm lassen. Hier.
Liebe Sophie, ich habe diesen Ring schon vor einigen Wochen in Auftrag gegeben. Mein Geschenk für dich zu unserem Einjährigen. Leider können wir diesen Tag nicht mehr zusammen feiern. Aber den Ring möchte ich dir trotzdem schenken. Er soll dich immer daran erinnern, wie sehr ich dich geliebt habe. Dein Henning. Wann hat er das geschrieben? Ein Datum. Tja, das war's dann wohl. Ach Sophie, jetzt warte doch erstmal ab. Da gibt es nichts abzuwarten. Das ist Hennings Abschiedsgeschenk, oder wie würdest du das verstehen? Was soll ich damit machen? Lies erstmal. Wenn du die Karte unterschrieben hast, wird sie in unsere Kartei aufgenommen. Mach sie an. Und jetzt schwöre. Ich schwöre hiermit feierlich, dass ich bis zu meiner Heirat keusch bleiben werde. Ich werde Geduld haben, weil ich weiß, dass die wahre Liebe Zeit braucht. Deshalb will ich die Kraft aufbringen, zu warten. Und jetzt unterschreib. Hiermit heißen wir dich in unserer Gemeinschaft. Liebe hat Zeit. Willkommen. Und wenn du die anderen Mitglieder unserer Gemeinschaft kennenlernen möchtest, kommst du am besten nächsten Sonntag hierher. Da haben wir nämlich eine kleine Feier. Mama, das kannst du doch nicht machen. Bitte denk noch mal drüber nach. Bitte. Wir vermissen dich alle so sehr. Ist das Mama? Ja. Gut, wir telefonieren noch. Mach's gut. Tschüss. Hey, ich wollte auch noch mit dir sprechen. Oh, das habe ich jetzt ganz vergessen. Sag mal, du spinnst wohl. Ich stehe vor dir und du legst einfach auf? Das nächste Mal kannst du mit ihr reden. Sie hatte sowieso keine Zeit mehr. Musste gleich ins Krankenhaus. Du hast ja wohl nicht mehr alle. Hallo, ihr beiden. Die Polizei hat Hennings Auto gefunden. Irgendwo in der Eifel. Nein. Jetzt reg dich mal nicht auf. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Henning könnte den Wagen selbst dahin gefahren haben oder er ist geklaut worden. Wenn ihm was passiert ist? Dafür gibt es keine Hinweise zurzeit. Lies das mal. Das habe ich gerade bekommen. Ach, das klingt so endgültig, als hätte er schon mit allem abgeschlossen und so. Ich bin schuld. Was meinst du damit? Weil ich wollte, dass er sich entscheidet zwischen seinem Kind und mir. Ich bin dazu getrieben. Wozu denn um Himmels Willen? Vielleicht hat er sich was angetan. Sophie, jetzt red keinen Unsinn. Ich kenne Henning schon eine halbe Ewigkeit. Sowas wird er nie machen. Henning baut schon eine Menge Scheiße, aber dass er sowas macht, nee, das glaube ich auch nicht. Ich hoffe, ihr habt recht. Niklas, bist mal kurz weg, okay? Tschüss. Wach doch mal. Was denn? Rat mal, was das ist. Ein Herz mit einem Loch? Willst du nicht wissen, was das bedeutet? Das bedeutet, dass du dir eine neue Kette gekauft hast. Und zwar eine ziemlich kitschige. Naja, von Tiffany's ist sie nicht gerade. Aber dafür hat sie eine tiefe Bedeutung. Sie ist das Symbol unserer Gemeinschaft. Liebe hat Zeit. Und ich habe eigentlich keine. Der Anhänger soll mich immer daran erinnern, dass ich mich für den richtigen Mann aufbewahren soll. Ich sag dir Bescheid, wenn ein jungfräulicher Ritter auf dem weißen Pferd vorbeikommt, okay? Wenn du bis dahin nicht im Kloster sitzt oder in der Klapse. Jetzt sei doch nicht so aggressiv. Es ist ja nicht mein Problem, dass du so früh deine Unschuld verloren hast. Immer noch besser, die Unschuld zu verlieren, liebe Gina, als den Verstand.
Hatte das mit dem Tod von Jan van Eyck zu tun? Ich habe Ihnen alles gesagt. Es tut mir leid. Es war kein Selbstmord. Vielleicht könnt ihr mal kurz den Fernseher ausschalten. Wir haben hohen Besuch. Denken Sie mal darüber nach. Was macht ihr denn so spät noch hier? Wir wollten nur mal sehen, wie ihr so zurechtkommt, ohne Iris. Ganz gut eigentlich. Aber wenn ihr wissen wollt, wie es Mama geht, dann müsst ihr Susanne fragen. Die hat nämlich vorhin mit ihr telefoniert. Was denn? Du hast sie normal angerufen? Warum sagst du denn nichts? Komisch. Ich habe viermal versucht, sie zu erreichen. Jedes Mal war Schwiegermutter am Apparat und hat aufgelegt, bevor ich überhaupt einen Ton sagen konnte. Hat Iris Mutter was gegen dich? Besten Freunde waren wir nie, aber... Vielleicht lässt sie sich verleugnen. Unsinn. Sich verleugnen lassen, wieso sollte sie? Hat sie dir was gesagt? Ach, nur mal raus mit der Sprache. Was haben Sie denn auf dem Herzen? Naja, weil Sie ja gestern gesagt haben, wir sollten etwas unternehmen wegen Henning. Ja, das war nur ein Vorschlag. Ich habe gesagt, überlegen Sie sich das Ganze noch mal. Mhm, und ich habe es mir überlegt. Also, ich werde Ihnen helfen. Ist das Ihr Ernst? Mhm. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Aber eins will ich gleich klarstellen. Ja? Ich mache das bestimmt nicht, weil ich wieder mit Henning zusammenkommen möchte. Warum dann? Weil ich will, dass er wieder zurückkommt. Er darf sich nicht sein ganzes Leben so kaputt machen. Da sind wir ja genau einer Meinung. Also, auf gute Zusammenarbeit. Ja, Prost. Ich gebe Ihnen mein Wort, das reicht ja wohl. Wissen Sie was, Sophie? Sie gefallen mir immer besser. Je länger ich Sie kenne, desto mehr habe ich das Gefühl, Sie wären genau die Richtige für Henning gewesen. Hallo, Gina. Ramon, bist du jetzt extra aus Köln gekommen? Ja, klar. Dich würde ich doch abends sogar noch am Nordpol besuchen. Was hast du denn da? Was denn? Ach, der Anhänger. Gefällt er dir? Lass mal sehen. Ah, sieht echt toll aus. Ist das ein Geschenk? Sozusagen. Er ist das Zeichen für die absolut reine Liebe. Wie bitte? Du darfst ihn auch mal anfassen. Das würde ich sonst keinem erlauben. Und warum darf ausgerechnet ich ihn anfassen? Kannst du dir das nicht denken? Susanne, was ist los? Irgendwann muss ich es euch ja sagen. Omas Verletzung ist gar nicht so schlimm. Wie bitte? Und sie ist auch gar nicht mehr bei Oma. Ja, und wo dann? Bei Tante Erika, und da wird sie vorerst auch bleiben. Wie lange? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie es zu Hause ja bei uns nicht mehr aushält. Was? Aber sie muss doch gesagt haben, wann sie wiederkommt. Mama kommt nicht mehr. Nie mehr.